Hallo, ihr Lieben. Ja, ich freue mich ganz herzlich, dass ihr wieder den Kanal vom Kreativfalter eingeschaltet habt und begrüße natürlich alle Neuzugänge ganz herzlich und möchte euch heute die nächsten Produkte, die in den Shop einziehen werden, vorstellen. So, ja, jetzt muss ich noch mal was zwischenschieben oder vorschieben in das eigentliche Shop-Update, denn dieses tolle Junk Journal, was ich in meinem letzten Video präsentiert habe, ich hole es nochmal raus, um dieses geht es hier, das hat eine neue Besitzerin. Ich werde jetzt keinen Namen nennen, um Gottes Willen. Die liebe Betty hatte mich vorhin informiert, dass da jemand sich bei ihr gemeldet hat und die Linie war sowas von begeistert von dieser ganzen Kombination oder Komposition, möchte ich es nennen, aus unterschiedlichsten Dingen, die hier drinne verarbeitet worden sind. Und sie war natürlich auch mega begeistert von den ganzen Standsteilen, die sich hier drinne befunden. Wie gesagt, sie ist dermaßen fasziniert, dass sie sich ganz, ganz dolle freut, dass dieses Journal sich dann am Montag sofort auf die Reise zu ihr begibt. Also, in diesem Sinne, jetzt geht's weiter mit der eigentlichen Produktvorstellung. Als allererstes fangen wir an mit einem Designpapier, was auf A4 gedruckt ist. Das ist jetzt 210 Gramm. Es ist im Querformat gedruckt, weil auch viele A4 Designpapiere eben halt im Hochkantformat gedruckt ist. Und ja, oft wollen eben der Junk Journaler auch mal ein kräftigeres Papier mit im Junk Journal verarbeiten oder aber eben halt fürs Cover. Und das ist dann natürlich, wenn es im Hochformat gedruckt ist, ja, nicht unbedingt immer sehr praktisch. Das hier sind 5 Motivseiten. Ich würde die aber auch in den Shop so einpflegen, dass sie auf 120 Gramm in Creme und in Weiß eben halt möglich sind. Da müsst ihr aber bitte dann bei der Bestellung aufpassen, dass ihr auch das Richtige dann auswählt. Ja, nur so viel dazu. So, aber hier haben wir den Schmetterlingstanz. Nach dem ganzen Weihnachts, ich wollte jetzt schon Gedöns sagen, aber um Gottes Willen, nein, bei den ganzen Weihnachtssachen ist vielleicht mal sowas Frisches auch ganz nett. Zumal ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass meine Weihnachtsdesigns nicht so ganz gut angekommen sind. Mal gucken, ob ich damit richtiger liege. So, hier haben wir erstmal die erste Seite. Das wäre die zweite Seite. Ich hoffe, ihr könnt das auch alles sehr gut erkennen, dass ich diesmal ein bisschen dichter an der Kamera bin. Ich halte es auch diesmal ein bisschen höher, damit ihr das besser sehen könnt. Das ist Watercolor Look. Das wäre die dritte Seite. Die ist dann etwas dunkler gehalten. Das ist so ein, ja, grau, blau-grau. Ich fand, das hebt sich ganz gut voneinander ab. Hier haben wir ein Design, das ist ein bisschen größer, also von dem Motiv her, der Schmetterlinge, komplett blau-weiß und eben ein bisschen grau gehalten. Und hier haben wir das Ganze nochmal mit Blumen im Hintergrund. Und die Schmetterlinge sind wieder so mehr ins Bräunliche und ins, ja, blau, türkis, jeder sieht ja die Farben so ein bisschen anders oder hat eine andere Bezeichnung dafür. Ja, ich hoffe, dass euch diese Motive ganz gut gefallen werden und bin auf eure Kommentare gespannt. Dann hatten wir ja schon, ja, ein Lesezeichenbogen musste mal wieder her. Das ist der Lesezeichenbogen Vintage Lesezeit. Wie gesagt, also für die, die meine Videos noch nicht gesehen haben, ich nenne diese Streifen eben halt Lesezeichen, weil sie eben ja dieses Format haben. Diese haben jetzt eine Länge von 17,5 und die Breite ist nach wie vor 5 cm.
Ich komme auch hier mal ein bisschen näher, damit ihr die einzelnen ganz gut sehen könnt. Ich drehe das Blatt auch gleich nochmal, weil manche Motive sind im Querformat. So, und dann nochmal hier das ganz unten. Ja, das hat einen Grund, warum diese Woche einziehen wird, aber dazu später. Ach so, und das ist wieder auf 300er Cardstock gedruckt, momentan nur in weiß. Ja, und hier kommen wir wieder zum nächsten Designpapier. Da habe ich mir diesmal das Thema Astrologie genommen. Es ist 4 Seiten und auf dem cremefarbenen, man sieht es von der Rückseite, es sind 4 Designseiten und ich hoffe, dass ihr das richtig sehen könnt über die Kamera, denn die Motive sind sehr, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gut einfängt. Das wäre Seite 1. Das ist dann Seite 2. Ich muss noch ein bisschen gucken hier, weil meine Lampen mich immer blenden. Das ist Seite 3. Ja, und hier sind so Sonne und eben halt ein Globus. Und hier oben ein Planet. Also es sieht total cool aus. Und hier haben wir das Design 4. Jo, bin ich gespannt, was ihr dazu sagen tut. Werdet. Tut, tut. Und dann kommen wir zu einem neuen Aufkleberbogen. Das ist hier das kleine Elefantchen. Auch die habe ich ja bei meinen Paketen schon benutzt gehabt, also dieses Design. Und da ich nicht genau wusste, welche Aufkleber ich denn in den Shop mit aufnehmen sollte, arbeite ich sie jetzt Stück für Stück alle ab und werde wahrscheinlich auch noch neue erstellen, wo dann eben halt hier Danke drin steht. Hier steht nun mal Thank you drin. Aber ich denke, auch das geht. Solltet ihr gerne jetzt noch welche für Weihnachten haben wollen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentarfunktion mit rein. Dann könnte ich darüber nachdenken, da vielleicht sogar noch mal einen herzustellen. So, ach so, hier hatte ich 2. So, und dann kommen wir jetzt zum ersten Stanztestset. Und ja, auch jetzt wird es nicht weihnachtlich. Nein, es wird maritim. Denn ich dachte mir so, ja, Weihnachten ist ein Thema, aber vielleicht möchte jemand ein maritimes Album machen oder aber auch ein maritimes Junk Journal und das eben halt zu Weihnachten verschenken. Und deswegen ist dieses 28-teilige Set entstanden. Auch das gibt es nur in Rauweiß. Wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, auch mal 30x30 Cardstock zu bekommen in Creme, dann werde ich das auch in Creme anbieten. Aber ich dachte mir, in Weiß wirkt es sowieso doch recht gut, denn hier ist ja schon sehr viel Braun drin. Und wenn dann noch die ganzen Ränder oder die Farbgebung verändert sich ja, wenn ich einen vorgefärbten Cardstock verwende. Und ich finde das sieht so toll aus. Guckt euch das an. Ich komme ein bisschen näher. Manche Teile habe ich doppelt reingemacht, wie diesen Reifen. Den Leuchtturm habe ich doppelt reingemacht. Dann habe ich auch hier 2 so eine Paddel mit drin. Habe ich noch irgendwas doppelt? Ja, den Anker, weil es sind so Motive, die man dann doch, denke ich mal, öfters gebrauchen kann. Auch die Muscheln sind immer 2-mal drin. Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr über Feedback, was ihr dazu sagen werdet. Die Motive sind zwischen 7,8 und 1,3. Ich glaube, die sind in der Länge ein bisschen höher. Aber ich habe ja hier, ups, das war das Falsche. Da, das wollte ich haben. Da können wir mal gucken. Ja, die sind auf jeden Fall so um die 9 cm, weil ich ja auch so ein bisschen versuche, das immer so ein bisschen,
ja, für die ATC-Karten auch so anzupassen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob man das Thema ATC, dafür sind die Motive denn doch relativ groß. Also ich habe es zwar in dem Artikelbeschreibung mit reingeschrieben, ATC, aber das muss dann letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Ja, also wie gesagt. So. Und dann lüfte ich das Geheimnis wegen Lesezeit. Denn hier haben wir für die Alben- und Kartenbastler Lesezeit 1. Davon wird es mehrere Sets geben. Das ist jetzt erstmal das erste Set. Man hat hier 4 Bücher drin, man hat 2 Uhren drin, es ist ein Telefon bei, Federn, Schlüssel. Es ist so richtig schön Vintage. Also die Farben, die sehen richtig cool im Vintage-Look aus. Also ich denke mal, auch ab morgen werde ich dann auch endlich mal dazu kommen, selber wieder kreativ zu werden. Aber ja, wem sage ich das? Ihr kennt das selber. Dann will das erledigt werden und jenes erledigt werden. Und ja, die Produktvorschau hat natürlich immer irgendwo den Vorrang. Also nicht die Produktschau, sondern eben halt die Herstellung. Und da bleibt dann nicht allzu viel Zeit. Auch das biete ich, solange wie der Vorrat reicht, in Creme an. Ansonsten wird es das in Rauweiß geben. Ich hoffe, dass ich es bald wieder in Creme-Weiß anbieten werde können. Dann, also wie gesagt, momentan ist es eingestellt, ich glaube 3 Sets. Und dann werden wir weitersehen. Ich bin natürlich bestrebt, es so schnell wie möglich dann auch wieder in dem cremefarbenen 300er Cardstock anzubieten. Ja. Und jetzt wird es dann doch noch mal ein bisschen weihnachtlich oder winterlich in erster Linie. Denn ohne Wichtel geht es bei mir einfach nicht. Ich fand die so zuckersüß, zumal sie mal nicht die herkömmlichen Weihnachtsfarben haben, sondern sie sind in so einem Blau-Türkis mit Braun gehalten und Grau. Und ich fand die so knuffig, die musste ich jetzt noch mit reinnehmen, obwohl ich eigentlich Weihnacht-Winterliches nicht mehr mit aufnehmen wollte für dieses Jahr. Aber ja, vor Weihnachten ist nach Weihnachten und noch sind wir ja ein bisschen von entfernt. Und ja, die 6, die mussten einfach einziehen. Ich hoffe, sie gefallen euch genauso dolle wie mir. Die wird es nur in Glattweiß und in Rauweiß geben, weil in Creme hat das einfach nicht ausgesehen. Also ich mache ja da immer Vordrucke und ja, in diesen, mit diesem Cardstock sehen sie eben halt einfach viel, viel schöner aus. Da kommen die Farben einfach viel besser zur Geltung. Ja, ich möchte euch jetzt noch ein schönen Samstag wünschen und ihr könnt gespannt sein. Ja, es wird morgen endlich die Roomtour geben. Also seid schön aufmerksam. Wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, dann wäre es natürlich cool, wenn ihr die Glocke drückt. Denn dann wird euch das eben halt auch angezeigt, wenn ihr sie zweimal aktiviert habt. Also einmal raufklicken und dann nochmal und sie vollflächig ausgefüllt anklicken, weil dann verpasst ihr gar kein Video mehr. Ja, viele wissen das gar nicht. Die drücken nur einmal die Glocke und wundern sich, dass ihnen dann eben halt vielleicht doch das ein oder andere Video durch die Lappen gegangen ist oder sie es viel zu spät gesehen haben. Ja, in diesem Sinne, ich drücke euch und freue mich auf morgen. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, euer Kreativfalter.